Komm drüber hinweg. Folge deinem Herzen. Ich habe keine Ahnung. Nimm with das. All that's going on here, everybody's feeling overwhelmed. Try to wait for the right time. Maybe she'll come around. Right. Okay. Good luck out there. Ah, ich mag den schon viel zu gerne. Wenn der irgendwann stirbt, kriege ich wieder die Krise. I'll talk it over with Eleanor and watch over things here. You've got my word. I won't let anything happen to anyone. Thank you. Javi, come on. Good luck. Hätte ich da eine Benachrichtigung bekommen sollen? Ich habe keine Ahnung. Stay frosty, gents. What's that mean? Like, stay cool, buddy. Looks like Bob's on duty. I'll distract him away from the door and meet you inside. Be careful in there. There might be more of them. Remember what I said about staying cool. I've done this before, Javi. No, you haven't, Gabe. Not really. Some decisions, you make them in a split second, and then have to carry them the rest of your life. You understand? Yeah, I think I do. How can we trust Ava that she won't turn us in? Can we really trust her? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Debbie, du bist schuld. Ja, jetzt war ich zu spät. Scheißegal. Stalker Sun, ey. So doof. I feel like I've never really known anyone other than you and Kate, Mariana. And what I remembered of my dad. Trustworthy people trust other people. The ones who don't trust anybody, those are the ones who screw you over. Psych 101. What's that mean? Ich glaube, ich benutze Streamlabs, aber ja doch. Das ist also das andere habe ich noch gar nicht gehört. Also kann ich nur das benutzen, was mir was sagt. Öffnen. Ava said it'd be this way. Gut, dass er das nochmal sagt. Ich habe ihm nämlich nicht zugehört, falls sie es gesagt hat. Down here. The guns are through that door. Locked. No time to look for a key either. Ja, machen wir Lärm. Das können wir gut. Hat's irgendwer gehört? Jetzt beim zweiten Mal wird's bestimmt auch keiner hören. Eieiei. Ach, jetzt muss ich eh. Schon klar. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Und er nimmt den kleinen Rucksack. Süß. Und den Baseballschläger. Ich glaube, den hat er irgendwie lieb gewonnen.
Put these in your bag. Ja, das zeigt auch nicht an, wenn Leute mir folgen. Also ich höre manchmal den Sound, aber ich sehe es halt selber nicht. Und ich sehe dann halt auch die Namen nicht und weiß nicht, wer mir folgt. You and me. We make a pretty good team, right? The uncle nephew 1-2 punch. Oh, eigentlich kann ich dich überhaupt nicht leiden. Aber okay. Yeah, we do. Er geht jetzt langsam. Am Anfang war er noch ein bisschen bockig, aber jetzt geht's. Huch. Sorry to scare you. When we get back to Eleanor's, we need to talk to those people about doing the right thing by this place. I'll meet you at the entrance. Okay, Debbie, dann spreche ich jetzt nicht mehr mit dir. Come here. Wer ist das? Wer ist das? Freeze! Wer ist das? Noch nie gesehen, den Typ. Was das? Oh, ich hab doch gedrückt, aber ich drück doch immer noch. Was ist denn das für einer? Javi, warum? You're bleeding. Are you okay? Oh my god. Hallo. Ja. Not dead yet. I'm so sorry. Jeez, I can't leave you guys alone for 2 minutes, can I? He's still alive? Yeah. Just passed out. Starting to think siding with you might have not been the best idea. Toss Sleeping Beauty in the closet so nobody sees him. Let me see that wound. It's really bleeding. You're gonna need that taken care of. Shit. No, it's okay. Lingard and David are close friends. We can count on him to help you. Medical facility is right nearby. It'll be quiet this time of night, too. Okay, but let's be quick. Das ist auf jeden Fall nett von dir, Caltrix. Und ja, Clementine lebt noch. Ich befürchte, wenn sie es nicht mehr tun würde, würde ich das Spiel gar nicht mehr spielen. Can they really hit targets over a mile away? Not these, but some models. Javi, it's probably best if Lingard doesn't see these guns. Hmm. He and David might be tight, but he's still part of Richmond's leadership council. I'll keep watch with Ava. Okay. Do any of them have laser sights? Oh, voll der Junkie. Shit, Javi, what happened to you? Clementine. I'm in trouble. Wow, that looks like it must have hurt. I just need to get it cleaned up. You surprised me. Thought you were someone else. Looking for something? Sort of. I know this looks bad, but it's not like... It's not like what? I'm just here to talk to Lingard about where AJ is now. Anyway, I can't leave Richmond with that herd out there. Something tells me Lingard doesn't care what you're doing. He's been out of it since I got here. He's alive. Poor dumb bastard. That's gonna need more than just cleaning, Javi. I can stitch that for you. I can't promise it'll look great once it heals. It's better than nothing, though. All right. Ja, sie hat sowas schon mal gemacht. Ich habe es gemacht. My arm, that's on you. Haha, you'll be fine. I've dealt with worse. Huh. Let me see if I can find a needle and thread for that. Was hat sie? Are you okay? I'm fine. I started bleeding. I know it's a thing. I've traveled with women before, okay. And they all had it.
What is it? I mean, like, why is it? I just don't understand. Ah, das ist jetzt irgendwie weird, oder? Growing up, blossoming into your, you know, like, your body is developing and then things changed, but it'll be okay. Okay. I can take you back to Kate. She can help you with, Javi, worry about yourself right now. We need to find a needle and thread to stitch you up first. Right. Das war total weird. Was sollte diese Unterhaltung jetzt gerade? Verstehe ich nicht. Nicht, dass ich damit irgendwie ein Problem hätte, aber es ist so, warum? Penicillin. Not what I'm looking for. Da kannst du auch trotzdem mitnehmen. Was soll denn das? Also. Cody. Not much left. Cody. It looks like painkillers are in high demand. I wouldn't steal any medicine if I were you. It really doesn't go over well. Ich überlege gerade, weil was haben wir zu verlieren? Die finden uns eh schon alle kacke. Ob ich die jetzt mitnehme oder Peng? Ich glaube eigentlich ist das egal, oder? Ich gehe sowieso davon aus, dass wir irgendwann hier raus müssen. Und ich wette dann. Scheiß drauf. Well, these could come in handy. Ich weiß nicht, ich schätze mal. All sterilized and ready to go. 14? 15? Also, im ersten Teil müsste sie 9 oder 10 gewesen sein. Im zweiten schätze ich mal dann 1-2 Jahre älter. Es könnte hinkommen. Man weiß ja auch nicht so genau, wie viel Zeit da jetzt im Endeffekt zwischenliegt. Also kann sein, dass man es weiß und ich es nicht mehr weiß, weil ich nicht drauf geachtet habe. Aber ja. Wenn sie das hat, worüber wir uns gerade unterhalten haben, dann sollte sie so zwischen 14 und 15 sein. Es gibt natürlich auch Frühzünder, aber ich möchte auf das Thema jetzt auch nicht weiter eingehen. Just pills. Ach, irgendwelche Pillen brauche ich nicht. Lassen wir mal liegen. Alles klar. Ist da noch ein Laptop an, ein PC an. Ich finde es faszinierend, dass die hier auch so ordentlich Strom und alles noch haben. Ich habe ja die Nadeln schon. Die Nadeln und den Faden. Hey, this is just what you're looking for. Wo hat er das denn jetzt her? Hab ich das eben? Hey, help you handle it. Kate will take care of you. Think I remember how to do this. Okay, hold still. Oh, muss ich das jetzt wieder machen? Try not to breathe. Mit dem Nähen. Look, I know I'm probably not the best person to talk to about that stuff before. You weren't that bad. Thanks for, you know, being here. Oh. Basically, all this means is you could become a mom, if you want it. Funny. I already felt like a mom. Kenny used to say I was a natural-born mother. Ach nein, keine Rückblende zu Kenny. Nein, das ertrage ich nicht. It's a butterfly. Goofball, want another? Which one to do next? How about hippity hoppity? He's at our dinner. That's a pretty good rabbit. Always used to do that one for Duck. Can you? He'd laugh his ass off.